Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich merke, die Ungeduld wächst und die Vorfreude auf den letzten Teil dieser Plenarsitzung ist, ja, das freut mich, ist durchaus spürbar, sehbar und gegeben. Ich schlage Ihnen vor, dass wir dann fortfahren in der Tagesordnung. Ich darf Ihnen noch die gute Mitteilung, die mir die parlamentarischen Geschäftsführer gemacht haben, übermitteln, dass wir heute noch die beiden ersten Lesungen machen und dass wir dann uns vertagen in die nächste Plenarrunde. Das, ja, natürlich. Also das ist, finde ich, durchaus einen Beifall wert. Wäre schön, wenn das ganze Haus das so sehen würde. Ich bedanke mich aber auch für das große Engagement der parlamentarischen Geschäftsführer. Ich brauche ein bisschen mehr Aufmerksamkeit, nicht für mich, sondern für den nächsten Tagesordnungspunkt. Das ist der Antrag der Fraktion DIE LINKE, Überarbeitung des Landesaktionsplans zur Bekämpfung häuslicher Gewalt gemäß den Vorgaben der Istanbul-Konvention mit dem Dringlichen Antrag Fraktion der CDU-Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN, Gewaltschutzarbeit sicherstellen, Istanbul-Konvention umsetzen, Sozialbudget absichern, Drucksache Nummer 20177 und Drucksache Nummer 20-265. Als erste Rednerin darf ich das Wort erteilen der Kollegin Böhm für die Fraktion DIE LINKE. Die Linke. Frau Böhm, Sie haben das Wort, und das Haus bitte ich um ein bisschen mehr, nicht um ein bisschen mehr, sondern um Aufmerksamkeit für die Rednerin. Frau Böhm, 10 Minuten, bitte schön. Ja, schönen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Am 14. Februar haben auch in Hessen wieder hunderte Frauen, Mädchen, aber auch solidarische Männer gemeinsam öffentlich getanzt und sich damit gegen die Alltäglichkeit von häuslicher Gewalt auseinandergesetzt und dagegen demonstriert. Unter dem Motto One Billion Rising machen Frauen, Mädchen und Männer weltweit darauf aufmerksam, dass jede dritte Frau im Laufe ihres Lebens von Gewalt und/oder sexuellen Übergriffen betroffen ist. Diese Aktion schafft Bewusstsein und Selbstbewusstsein für die Auseinandersetzungen, die Frauen jeden Tag weltweit führen müssen, um sich einen gerechteren Platz in der Gesellschaft zu erkämpfen. Und vor diesem Hintergrund sage ich für meine Fraktion DIE LINKE Danke an alle engagierten Frauen, alle Feministinnen und auch alle Feministen, auch im Hinblick auf die in der kommenden Woche anstehenden Aktionen zum Internationalen Frauentag und den alltäglichen Einsatz für Geschlechtergerechtigkeit. Vielen Dank dafür, und besonderen Erfolg wünsche ich denjenigen, die an den Frauenstreiktag-Demos in Frankfurt und Kassel am 8. März teilnehmen, zu denen ich Sie natürlich auch ganz herzlich einlade. Dieser Einsatz bleibt unverzichtbar. Wir sind weit davon entfernt, einen gleichen Lohn für gleiche und gleichwertige Arbeit zu haben. Wir haben keine gleiche Lastenteilung bei der Sorgearbeit, weder in den Beziehungen noch in der Gesellschaft. Wir haben auch noch keine annähernde Parität in Spitzenjobs und in Parlamenten. Gucken wir uns nur diesen Landtag an, mit einem Drittel Frauen. Viel zu oft werden Frauen und Mädchen noch selbst für die Gewalterfahrungen verantwortlich gemacht. Und das, obwohl wir im Artikel 3 Grundgesetz die gleiche Berechtigung drinstehen haben. Die Umsetzung steht aber noch längst aus. Diese Umsetzung erfordert auch die Bereitschaft, das eigene Rollenverständnis zu hinterfragen, aber auch gesellschaftliche und politische Weichenstellungen. Deswegen haben wir uns gefreut darüber, dass dieses Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt von Frauen und häusliche Gewalt, kurz gesagt Istanbul-Konvention, tatsächlich zustande gekommen ist.
Sie wurde 2011 geschlossen. Diese Konvention gilt seit 2014, ist inzwischen von 33 Staaten ratifiziert. Sie vereint das Bestreben, ein Europa zu schaffen, das frei von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt ist. Das ist der letzte Satz aus der Präambel. Sie hat drei Hauptziele: die Verhütung, Verfolgung und Beseitigung von Gewalt gegen Frauen und häusliche Gewalt, die Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau und den Schutz und die Unterstützung aller Gewaltopfer. Es ist wichtig, dass entsprechende Mittel dafür zur Verfügung gestellt werden, dass es die Unterstützung der Zivilgesellschaft gibt, dass die gesellschaftliche Position von Frauen und Mädchen gestärkt ist. Und ein Satz in dieser Istanbul-Konvention macht besonders deutlich, wie bedeutend dieses Thema ist. Sie wurde geschlossen, ich zitiere, in Anerkennung der Tatsache, dass Gewalt gegen Frauen der Ausdruck historisch gewachsener ungleicher Machtverhältnisse zwischen Frauen und Männern ist, die zu Beherrschung und Diskriminierung der Frau durch den Mann und zur Verhinderung der vollständigen Gleichstellung der Frauen geführt haben. Ich denke, dieser Satz zeigt deutlich, es ist notwendig, diese Gewalt, die häusliche Gewalt und die Gewalt gegen Frauen insgesamt anzugreifen, weil wir sonst nicht in der Lage sind, die Gleichstellung von Frauen und mit Männern tatsächlich voranzutreiben. Seit dem 1. Februar 2018 gilt sie auch in Deutschland. Allerdings hatte sie bis heute, zumindest in dieser Minute, in der sie auf die Tagesordnung des Landtags gekommen ist, noch keine spürbaren Folgen in Hessen. Ich hoffe, dass daraus welche hervortreten. Deswegen haben wir unseren Antrag gestellt. Wenn ich mir allerdings den schwarz-grünen Antrag anschaue, muss ich sagen, er ist ja teilweise wortwörtlich aus dem Koalitionsvertrag abgeschrieben worden. Das freut uns natürlich. Wir freuen uns über diese Beschreibung. Lassen Sie mich doch weiterreden. Dann kommen wir vielleicht auch zu einem gemeinsamen Punkt. Danke schön. Ich habe das natürlich mit Freude gesehen. Allerdings erwarte ich jetzt, irgendwie stellen Sie, glaube ich, auch die Landesregierung, da war irgendwas, habe ich in Erinnerung, erwarte ich jetzt, dass Sie sagen, welche Schritte gegangen werden müssen. Und das ist leider nicht der Fall. Ich will einen Punkt noch einmal herausheben. Ich denke, deutlich ist der Mangel an Plätzen für Frauen, die aus Gewaltbeziehungen herausfliehen müssen. Ich denke, die Webseite der hessischen Frauenhäuser macht es sehr deutlich, den Mangel an Frauenhausplätzen und Frauenschutzwohnungen. Meistens ist gar kein Platz frei in Hessen. Heute Morgen war es gerade einmal einer, aber der wird am Wochenende ganz sicher längst besetzt sein. Die Konsequenz ist, und das ist bitter, dass jede zweite Frau, die Schutz in Hessen vor häuslicher Gewalt sucht, muss abgewiesen werden von den Frauen. Und das ist ein Skandal. Das darf in diesem reichen Land eigentlich überhaupt nicht passieren. Wir brauchen jetzt dringend, und da gebe ich Ihnen ein bisschen Nachhilfe für Ihre Anträge und die Umsetzung des Koalitionsvertrages, nicht nur ein paar Zimmer mehr, sondern wir brauchen 300 zusätzliche Schutzplätze für Frauen. Wir brauchen Strategien für Frauen, wie sie nach der Stabilisierung im Frauenhaus schnell einen Wohnraum bekommen. Und wir brauchen auch dynamisierte Landesmittel für Frauenschutzprogramme und Beratungsstellen, damit die Tariferhöhungen weitergegeben können und die Frauenhauseinrichtungen nicht immer am Hungertuch nagen müssen. Das alles muss sich in einem überarbeiteten Landesaktionsplan wiederfinden, der sich an den Maßstäben misst. Der jetzige, der vorliegende von 2011, der verdient nicht einmal den Namen Landesaktionsplan. Da sind weder eine Beschreibung der Situation, noch der Aufgaben, noch der Aktion, noch der Handlung, noch der Zielstellung. Da steht nur drin, was man sowieso machen muss, was man gerade macht. Und ich denke, ich erwarte davon eine klare Analyse, eine Einbeziehung der Zivilgesellschaft, klare Zielstellungen und Meilensteine,
ein Monitoring und eine Evaluation und den Fokus auch auf besonders von Gewalt und sexuellen Übergriffen betroffene Gruppen und auch besonders vulnerable Gruppen und auch auf neue Phänomene, wie sie über das Internet Cybergrooming zum Beispiel auftreten. Ich denke, es gibt weitere Bedarfe. Sie schreiben so schön, ja, die Fulda Schutzambulanz, aber wie lange diskutieren wir schon darüber? Das ist doch ein Konzept, was viele schon einige schon machen, aber es müsste eigentlich in allen Krankenhäusern möglich sein, dass, wenn eine Frau noch nicht sich entscheiden kann nach einer Vergewaltigung, ob sie eine Anzeige macht, dass sie entsprechend ordentlich dort behandelt wird und dass die Unterlagen gesichert werden. Das darf doch nicht mehr ewig ein Modell bleiben. Und die Istanbul-Konvention verpflichtet sie dazu, den Frauen den umfassenden Schutz und die Betreuung zu garantieren. Es gehört auch dazu die Einführung eines anonymen Krankenscheins. Und da verweise ich nach Thüringen. Die haben das nämlich gemacht für Menschen ohne Papiere und ohne Versicherungsschutz. Auch gerade sollte das gemacht werden für Frauen und Mädchen, die nach einer Vergewaltigung anonym bleiben wollen. Ich denke, dass man kann sich einfach in Thüringen erkundigen. Ich denke, die Wege sind ja nicht so lange, um zu fragen, wie das dort funktioniert. Und das funktioniert gut in dem Maße, dass es nicht eine riesige Zahl ist, aber eine notwendige Zahl, z. B. im ersten Jahr von 90 anonymen Krankenscheinen, die ausgestellt wurden, und somit auch diesen Frauen und Menschen auch geholfen werden kann, die in einer Notlage sind, in einer medizinischen Notlage sind. Kollegin, ich darf Sie auf die Redezeit hinweisen. Danke schön. Ja, ich denke, wir haben einen gewissen Erfolg mit der Istanbul-Konferenz. Wichtig ist, dass sie jetzt umgesetzt wird und dass wir alle Frauen und Betroffenen von Gewalt und sexuellen Übergriffen unterstützen und dass wir den Engagierten in der Frauenbewegung entschlossen den Rücken stärken. Und da lade ich Sie noch einmal ein. Beteiligen Sie sich an den Aktionen und Veranstaltungen zum 8. März, zum Internationalen Frauentag, und bringen Sie diese Themen dort mit ein. Die Frauen werden es Ihnen danken. Auf Wiedersehen. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Es finden hier Übergriffe auf der Regierungsbank statt. Solange das innerhalb der Regierung stattfindet, soll uns das recht sein. Nächster Redner für die Fraktion der AfD ist der Kollege Volker Richter. Herr Kollege Richter, Sie haben das Wort. 10 Minuten. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich habe eben einen Augenblick gedacht, ich hätte den falschen Antrag vor Augen und war etwas irritiert, weil auf die einzelnen Punkte Ihres Antrags sind Sie zu wenig eingegangen. Das werde ich sehr gerne für Sie übernehmen. Mit dem Bereich der häuslichen Gewalt wird sich bereits seit Jahren intensiv beschäftigt. Es gibt Angebote an alle involvierten Zielgruppen in die kommunalen Selbstverwaltungen, Polizei, Justiz, das Land Hessen, Frauenbeauftragte und freie Träger eingebunden sind. Unter Punkt 1 des Antrags der LINKEN werden umfassende Forderungen aufgestellt, die im Kern bereits umgesetzt werden. Punkt 2, also der Ausbau von mindestens 300 Frauenhausplätzen und Frauenschutzwohnungen, geht zurück auf einen Hinweis des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes aus 2018, nachdem Frauenhäuser in Hessen betroffene Frauen abweisen müssen. Dieser Zustand ist nicht akzeptabel und muss verändert werden, sowohl in der Prävention als auch in der Schaffung von Frauenhausplätzen. Diese Forderung muss in die Ausschüsse überwiesen werden. Ich danke Ihnen vielmals. Passt, ja, danke. Diese Forderung muss in die Ausschüsse überwiesen werden, um mit den kommunalen Selbstverwaltungen ein tragbares Konzept auszuarbeiten. Punkt 3. Geht auf eine angemessene Zahl von Schutzräumen für von häuslicher Gewalt betroffenen Männern, trans- und intergeschlechtlichen Personen ein, die geschaffen werden sollen. Die Bedarfsanalyse dafür ist von den Kommunen vorzunehmen und bei Notwendigkeit umzusetzen, was bereits in den entsprechenden Verantwortlichkeiten des Landesaktionsplans festgelegt ist. In Punkt 4 soll ein Verfahren entwickelt werden, sodass Betroffene häuslicher Gewalt bevorzugt Wohnraum zur Verfügung gestellt bekommen.
sodass Frauenschutzprojekte nicht unnötig blockiert werden. Die Prüfung einer Notfallsituation kann nur vor Ort stattfinden, und mit der Schaffung von weiteren Frauenhausplätzen in Zusammenarbeit mit Städten und Kommunen kann eine Zuordnung durch die kommunalen Selbstverwaltungen am besten stattfinden. Die in Punkt 5 geforderte Dynamisierung kommunaler Landesmittel für Frauenschutzprojekte, Beratungsstellen etc. erachten wir wiederum als falsch. Richtig wäre es, über Bedarfsanalysen die Kosten anzupassen und so auf einen höheren Bedarf ebenso reagieren zu können wie auf geringere Kosten. Die Dynamisierung führt zu einer unflexiblen Handlungsweise und wird somit für meine Begriffe und für unsere Begriffe der Intention des Antragstellers nicht gerecht. Punkt 6 korreliert mit Punkt 5. Wenn die kommunalen Selbstverwaltungen mehrsprachige Informationsmaterialien benötigen oder Dolmetscher vor Ort brauchen, so müsste dies über eine Bedarfsanalyse eingefordert und abgedeckt werden. Eine fallunabhängige Finanzierung von Frauenhäusern und Frauenschutzprojekten festzuschreiben und diese dann noch zu dynamisieren, so wie in den vorherigen Punkten gefordert, und nun in Punkt 7 weiter zu verankern, ist falsch. Besser ist, Präventionsmaßnahmen auszubauen, sodass ein Rückgang häuslicher Gewalt zu weniger Opfern führt und man die entsprechend benötigten Projekte eher zurückführen kann. Punkt 8, welcher das Modellprojekt medizinische Soforthilfe nach Vergewaltigung umfasst, wird in Hessen bereits umgesetzt. Ob dies bis spätestens Ende 2021 möglich ist, sollte bitte im Ausschuss besprochen und geklärt werden. Der geforderte anonyme Krankenschein in Punkt 9 bedarf ebenfalls einer Aufarbeitung im Ausschuss. Es ist notwendig, den möglichen Missbrauch eines solchen Krankenscheines auszuschließen. Uns ist bewusst, dass die gesundheitliche Versorgung innerhalb unseres Landes Lücken aufweist, die geschlossen werden müssen. Und wir sehen dies als eine wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe, vor allem bei Menschen, die aus dem privaten Krankenkassensystem herausgefallen sind, Menschen, die obdachlos sind, und weiteren Gruppen. Punkt 10 geht auf Gewaltschutzkonzepte ein, die bereits in Flüchtlingsunterkünften umgesetzt werden. Dass diese nicht ausreichend sind, meine Damen und Herren, und in Flüchtlingsunterkünften Frauen und schwächere Personen einer erheblichen Belastung ausgesetzt sind, haben wir als hessische AfD bereits in 2015 thematisiert. Diese Thematisierung wurde natürlich als rechts- und diffamierend dargestellt. Richtig ist, dass uns Frauen in der Erstaufnahmeeinrichtung in Gießen darauf angesprochen hatten. Auch dieser Punkt gehört in den Ausschuss, sodass in der Öffentlichkeit auch von den LINKEN die Probleme patriarchalischer Strukturen anderer Kulturkreise in Deutschland diskutiert werden. Die besonders in Erstaufnahmeeinrichtungen und Gemeinschaftsunterkünften zum Tragen kommen. Vielleicht sollten Sie öfters in Erstaufnahmeeinrichtungen gehen und sich mit den betroffenen Frauen unterhalten. Es ist für uns unerträglich, dass die Frauen das tun sie. Es ist unerträglich, dass die Frauenrechte von Frauen aus anderen Kulturen und Glaubensrichtungen nicht ebenso verteidigt werden wie die Frauenrechte von Frauen aus unserem Kulturkreis. Es ist unerträglich, dass viele junge Mädchen in Familien aus anderen Kulturkreisen nicht die Möglichkeit der freien Entfaltung ihrer Persönlichkeit bekommen. Wir alle kennen diese Probleme. Sie werden in der Gesellschaft nicht benannt. Und genau das, meine Damen und Herren, gilt es zu ändern. Punkt 11 möchte Fortbildungen festschreiben, die bereits stattfinden. Wir als AfD sprechen der Polizei, den Staatsanwaltschaften und der Justiz nicht ab, genügend sensibilisiert zu sein. Das sind sie bereits. In Punkt 12 fordert DIE LINKE eine Initiative im Bundesrat, dass die bezüglich des Artikels 59 der Istanbul-Konvention bestehenden Vorbehalte durch die Bundesrepublik Deutschland unverzüglich zurückgenommen werden. Der Artikel 59 beinhaltet einen eigenständigen Aufenthaltsstatus, der an eine dreijährige Ehebestandszeit gekoppelt ist. Wir als AfD teilen die Vorbehalte beim Artikel 59. Wir bitten Sie darum,
diesen Antrag in den Ausschuss zu überweisen, da wir diesen insgesamt ablehnen müssen. Handwerklich müssen einzelne Punkte einfach noch aufgearbeitet werden. Bei dem Antrag der CDU und BÜNDNIS 90 die GRÜNEN werden wir uns enthalten. Es ist richtigerweise gesagt worden, das ist eine pure Kopie und für mich eine Reaktion auf den Antrag der LINKEN, der durchaus seine Berechtigung hat, aber eben noch einmal in die Ausschüsse muss. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Kollege Richter. – Nächste Rednerin ist die Abg. Bründel für die Fraktion BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Verehrte Frau Bründel, Sie haben das Wort. 10 Minuten. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Seit 1. Februar 2018 ist in Deutschland die Istanbul-Konvention in Kraft getreten. Und wir, sehr geehrte Frau Böhn, wir haben die Istanbul-Konvention zum ersten Mal im Hessischen Koalitionsvertrag verankert. Und das ist neu, und das ist gut so. Und wir werden diese Verankerung in der 20. Legislaturperiode umsetzen. Und deswegen halten wir uns in unserem Antrag auch an unseren Koalitionsvertrag. Zu klären ist, ob uns dies mit einer grundlegenden Überarbeitung, so wie Sie es fordern, des Landesaktionsplans gelingt, oder ob nicht vielmehr die Umsetzung der Istanbul-Konvention als Gesamtstrategie verstanden werden sollte, um ein koordiniertes Vorgehen zu ermöglichen. Die Istanbul-Konvention, ein Übereinkommen des Europarats zur Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt, verfolgt unter anderem die Ziele, Betroffene vor Gewalt zu schützen, einen Beitrag zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau zu leisten und mit umfassenden politischen Maßnahmen den Rahmen für die Gewährleistung von Schutz und Unterstützung der Betroffenen sowie die Strafverfolgung der Täter und Täterinnen zu schaffen. Um einen umfassenden Ansatz bei der Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen zu gewährleisten, umfasst der Konventionstext alle Formen von geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen. Das heißt, es umfasst auch körperliche, seelische, sexuelle Gewalt, aber auch Stalking, Genitalverstümmelung und Zwangsverheiratung. Dabei wird der Begriff Gewalt weit gefasst und als Menschenrechtsverletzung definiert. Endlich diese Anerkennung, geschlechtsspezifische Gewalt als Menschenrechtsverletzung, das ist ein wichtiger Schritt, das als dieses anzuerkennen. Die Istanbul-Konvention dient der Vorbeugung und dem Schutz vor Gewalt in jeder Ausprägung. Gewalt, die wegen des biologischen Geschlechts oder sozialen Geschlechts, der sexuellen Ausrichtung oder Geschlechtsidentität und Genderstereotypen ausgeübt wird. Das ist auch wichtig zu wissen dabei. Laut einer Analyse des Deutschen Instituts für Menschenrechte verlangt die Umsetzung der Istanbul-Konvention eine Vielzahl an Maßnahmen in den Bereichen Prävention, Intervention, Schutz und Sanktion, mit denen sich derzeit viele Experten und Akteure auf Bundes-, Länder- und auf kommunaler Ebene befassen. Die Umsetzung der Istanbul-Konvention steht im Mittelpunkt aller Maßnahmen. Nun steht eine Entscheidung darüber an, was effektiv den schnellstmöglichsten Erfolg bringt. Wir brauchen eine Gesamtstrategie, koordiniertes Vorgehen, Evaluation und Monitoring. Priorität hat die Prävention und der Schutz vor Gewalt. Das ist wichtig, hier noch einmal zu sagen. Und, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Hessische Landesregierung konnte in den letzten Jahren viel bewirken, gerade im Bereich der Prävention und in der Koordinierung von regionalen Arbeitskreisen, Landkreisen und Kommunen. Gerade diese Koordinierungsmaßnahmen verbesserte die Intervention bei häuslicher Gewalt. Das Land Hessen stärkte gerade durch Kampagnen zur Öffentlichkeitsarbeit die Prävention bei häuslicher Gewalt, aber auch die Aufklärung der Bürger und Bürger über Hintergründe und Wirkung geschlechtsspezifischer Gewalt und die Vermittlung der Tatsache, dass diese Gewalt in allen sozialen Schichten stattfindet, sind wichtige Schritte im Umsetzungsprozess. Die Aktivierung von informellen Netzwerken, die Information über Schutzrechte und die Bestimmung des Gewaltschutzgesetzes hat es vielen Frauen ermöglicht,
Gewalt als solche zu benennen und endlich zur Anzeige zu bringen. Wir haben in unseren Koalitionsvereinbarungen für die 20. Legislaturperiode ausdrücklich die Umsetzung der Istanbul-Konvention verankert. Und diese Vereinbarungen schließen natürlich auch die Weiterentwicklung der Landesaktionspläne mit ein und die Initiierung neuer Maßnahmen mit ein. Also es gibt überhaupt keinen Grund, ein Versäumnis zu vermuten. Und es gibt auch keinen Grund, blinden Aktivismus an den Tag zu legen. Wir sind dabei, und wir werden es umsetzen. Auch der Vorwurf, Landesaktionspläne seien ohne die relevanten Akteure evaluiert worden, ist schlichtweg nicht richtig. Eingebunden waren Sachverständige des Landespräventionsrats. Die Aktionspläne sind durch die Arbeitsgruppen 2 des Sachverständigengremiums des Landespräventionsrats mit klar gegliederter Zielbenennung erarbeitet und erst dann von der Landesregierung beschlossen worden. Gerade der zweite Aktionsplan ist ein Ergebnis eines gezielten Monitoringsprozesses. Wir wissen um die zukünftigen Handlungsverpflichtungen, meine sehr verehrten Damen und Herren, und haben sogar dafür die Finanzierung gesichert. Das ist auch wichtig zu wissen an dieser Stelle. Das Sozialbudget 2025 wurde bereits im Doppelhaushalt 2018 und 2019 erhöht, um die gestiegenen Kosten abdecken zu können. Und das Sozialbudget soll jährlich um rund 3 Millionen € aufgestockt werden, um eine verlässliche Finanzierung der Organisationen zu ermöglichen, die sich genau um diesen sozialen Zusammenhang in unserem Land kümmern. Die Kommunalisierung sozialer Hilfen ermöglicht es, unterschiedliche Angebote vor Ort umzusetzen. Denn die Bedürfnisse der Menschen kennen am besten die verantwortlichen Akteure in den jeweiligen Städten und Gemeinden. Und so macht es Sinn, alle Beteiligten an dieser Stelle einzubinden. Selbstverständlich gehört dazu, dass Frauenhäuser, Interventions- und Beratungsstellen entsprechend der Istanbul-Konvention weiter gefördert werden. Selbstverständlich brauchen wir bauliche Erneuerungen. Selbstverständlich brauchen wir den Ausbau der Frauenhäuser. Ja, sogar, und da widersprechen wir, brauchen eine Abkehr von der bisherigen Messgröße der Bettenzahlen, weil wir Familienzimmer brauchen und weil wir ein gesamtes Maßnahmenpaket für unsere Frauenhäuser hier in Hessen brauchen. Wir möchten in Zukunft Trägervereine dabei unterstützen, Wohnraum für stabilisierte Frauen zu finden, damit die Schutzplätze der Frauen denen zur Verfügung stehen, die sie akut brauchen. Wir brauchen ausreichend Übergangswohnungen, und hier merken wir, dass unsere Verpflichtung, die Istanbul-Konvention umzusetzen, eng verknüpft ist mit der Förderung des sozialen Wohnungsbaus. Und auch hier sehen wir, dass wir genügend bereitgestellt haben. Es gibt 2,2 Milliarden €, die wir zwischen 2019 und 2024 einsetzen wollen, um 22.000 neue Wohnungen zu fördern. Damit werden Voraussetzungen für mehr Wohnraum geschaffen. Denn nur da, wo bezahlbarer Wohnraum vorhanden ist, kann er auch vermittelt werden an die, die ihn brauchen. Dass Frauen nach einer Vergewaltigung auch ohne Anzeige zu erstatten eine Beweissicherung vornehmen können, die als Dokumentation in einem Gerichtsverfahren verwendet werden kann, diese Möglichkeit soll hessenweit ermöglicht werden. Beweismaterial und Spuren können in Schutzambulanzen bis zu 10 Jahren aufbewahrt werden. Und das soll jetzt auch hessenweit ausgedehnt werden. Vorgesehen ist auch, dass sich in den teilnehmenden Kliniken Betroffene nach einer Vergewaltigung medizinisch versorgen lassen können. So ist eine sensible medizinische und auch seelische Versorgung möglich. Die medizinische und psychosoziale Versorgung soll landesweit ausgedehnt werden. Befunderhebung, Spurensicherung und Versorgung bei Verdacht auf sexualisierte Gewalt, diese Dokumentationshilfen des Ministeriums sollten bei der medizinischen Soforthilfe verpflichtend verwendet werden. Zum Gewaltschutz gehört aber auch die Sensibilisierung der Beratungskräfte für Frauen mit Behinderung. Wir benötigen hessenweit bedarfsgerechte Beratungs-, Hilfe- und Schutzangebote für Frauen und Mädchen mit spezifischen Problemlagen. Mädchen und Frauen mit Behinderungen, psychischen Erkrankungen, Traumatisierung, bei Wohnungslosigkeit oder Migrationshintergrund bedürfen einer stärkeren Sensibilisierung der Fachdienststellen und spezial ausgestattete Schutzmöglichkeiten. Wichtig ist auch, bei Erstkontakten Sprachbarrieren abzubauen. Vorgesehen ist hier ein Dolmetscherpool, der auch per Videochat dazugezogen werden kann. Bei all diesen Maßnahmenpaketen lohnt es sich sicherlich, darüber nachzudenken, wie einzelne Aktionspläne sinnvoll miteinander zu verknüpfen sind und wir den Blick
endlich auf eine gelungene Gesamtstrategie richten können. Wir brauchen auch in Zukunft weiterhin Öffentlichkeitsarbeit, koordiniertes Vorgehen auf regionaler und landesweiter Ebene, transparent dargestellte Möglichkeiten der Intervention und des Schutzes durch die Polizei, Unterstützung durch Sachverständigenbeiräte, Dialog und kontinuierliche Teilnahme regionaler Arbeitskreise, qualifizierte Beratung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Frauenhäusern, Beratungs- und Interventionsstellen. Bei all diesen Maßnahmen, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen, geht es einzig und allein darum, sich jeglicher Gewalt an Frauen und jeder Form von Unterdrückung und Diskriminierung entschieden entgegenzustellen. Lassen Sie uns gemeinsam Gewaltschutzarbeit sicherstellen und die Istanbul-Konvention in Hessen konsequent und zielstrebig umsetzen. – Vielen Dank. Herzlichen Dank, Frau Kollegin Brünnel. – Nächste Rednerin für die Fraktion der Freien Demokraten ist die Kollegin Knell. Lasse ich unkommentiert. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Am 12. Oktober 2017 ratifizierte die Bundesrepublik Deutschland die Istanbul-Konvention. Mit dem Beitritt zum Übereinkommen verpflichtet sich Deutschland, alles dafür zu tun, um Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen, Frauen zu schützen und ihnen Hilfe und Unterstützung zu bieten. Die Anzahl der statistisch erfassten Fälle von häuslicher Gewalt, die Ende letzten Jahres für das Jahr 2017 veröffentlicht wurde, ist erschreckend, besonders erschreckend auch deshalb, weil es sich hier auch um ein großes Dunkelfeld handelt. Denn bei Weitem werden nicht alle Fälle von häuslicher Gewalt auch gemeldet und erfasst. Ich will jetzt nicht im Einzelnen auf die Verteilung nach der Schwere der Tat und andere Aspekte eingehen. Viele Dinge sind ja auch schon genannt worden, sondern mich auf den Antrag und die Position der Freien Demokraten dazu beziehen. Es ist richtig, dass der Landesaktionsplan zur Bekämpfung häuslicher Gewalt nach dem Inkrafttreten der Istanbul-Konvention überarbeitet und angepasst werden muss. Denn Deutschland hat sich zu einer Reihe von Maßnahmen verpflichtet, die auch wir Freie Demokraten voranbringen wollen. Wir wollen, dass Frauen wie auch Männer schnell und unkompliziert Schutz erhalten, wenn sie Gewalt erlitten haben. Wir legen aber neben dem Schutz der Opfer besonderen Wert auch auf die beiden anderen ganz wesentlichen Bausteine für ein einheitliches Gesamtkonzept: Prävention und Vernetzung. Es darf nach unserer Auffassung nicht mehr sein, dass Fälle von häuslicher Gewalt, nachdem sie aufgedeckt wurden, nicht weiter verfolgt werden, weil es beispielsweise an Informationen und an der notwendigen Vernetzung zur Beratungsstelle mangelt. Schutz, Prävention und Vernetzung, das ist für uns der Dreiklang, der Erfolg verspricht. Schutzräume müssen selbstverständlich in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen, wenn zumeist Frauen Opfer häuslicher Gewalt geworden sind. Schutzräume mit der notwendigen Beratung und natürlich auch dem Angebot einer Vermittlung zur medizinischen Beweissicherung. Auch wir haben im letzten Jahr mit den Vertreterinnen der Frauenhäuser in Hessen gesprochen und wissen um die Überbelegung der Plätze und der Schwierigkeit, für Frauen mit Kindern bezahlbaren Wohnraum zu finden, damit die dringend benötigten Plätze wieder frei werden und neu besetzt werden können. Hier besteht in der Tat dringender Handlungsbedarf, der aber offensichtlich auch auf Koalitionsseite erkannt worden ist. Der zweite Baustein ist für uns die Vernetzung. In unserem digitalen Zeitalter sollte es daran nicht mehr scheitern, an der Vernetzung aller beteiligten Akteure, um unnötige Klippen in der Versorgung umschiffen zu können. Und der dritte, ganz wesentliche Baustein ist indes die Prävention. Wie auch im medizinischen Bereich kann eine gut durchdachte Prävention den Ausbruch von Krankheiten verhindern. Deshalb sollte man hier einen Schwerpunkt setzen. Gewaltfreie Konfliktlösungen sind erlernbar, und wir sollten hier früh ansetzen. Bereits in den Kindertageseinrichtungen, in den Schulen und überall dort, wo sich Kinder in Gruppen oder Vereinen außerhalb von Kita und Schule bewegen, wird bereits viel getan. Doch fehlt es an verbindlichen Vorgaben, um Prävention flächendeckend zum Erfolg zu verhelfen. Ich denke da auch insbesondere an die vielfältige Gewalt im digitalen Raum.
an Cybermobbing, an Cybergrooming und vieles mehr. Hier haben wir Freie Demokraten in der letzten Legislaturperiode eine Reihe von Forderungen aufgestellt, die über mehr Verbindlichkeit in der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften, der Polizei und der Justiz zu einer Reduktion solcher Vorfälle führen sollte. Wir haben als Freie Demokraten dazu eine Fraktionsanhörung durchgeführt, weil wir die Gefahren und das Gewaltpotenzial in den digitalen Räumen für die Kinder und Jugendlichen in Hessen sehr wohl wahrgenommen haben und die Gefährlichkeit sowie den dringenden Handlungsbedarf gesehen haben. Es gibt so viele Stellschrauben, an denen man drehen und etwas verändern kann, um Gewalt im häuslichen wie auch im öffentlichen Bereich präventiv zu begegnen. Viele davon wären sehr effektiv bei einem geringen Einsatz an finanziellen Mitteln. Und es ist nicht unbedingt hilfreich, wenn DIE LINKE wie so oft enorme Summen an Geld großflächig einfach übers Land verteilen möchte, um ihr Ziel zu erreichen. Wir Freie Demokraten machen uns hingegen immer auch Gedanken darüber, auf welche Weise wir mit begrenzten Finanzmitteln ein Problem lösen können, was dann vielleicht genauso effektiv oder eventuell sogar besser sein könnte. Deswegen können wir uns auch mit den linken Maximalforderungen nur selten anfreunden. Und aus diesem Grund lehnen wir den Antrag auch ab, auch wenn wir natürlich hinter den Zielen der Istanbul-Konvention stehen. Vielen Dank.